wir da raus? Kabine 15 erbauen. Verdammt warm! Thank you. Perfect. Thank you so much. Thank you so much. This is for you. Thank you. Das ist verdammt groß hier. Ja, willkommen im wohl besten Hotel der Dominikanischen Republik zurzeit. Also wir haben ein Priority Check-in, das ist hier. Ah, VIP Check-in? Ja, VIP Check-in. Das ist hier, weil... Hier. Hi. Where? Thank you so much. It's a pleasure. Ja, da sind wir zum Einchecken gleich mal in den Club gegangen. Das ist hier der VIP-Bereich für Gäste, die ein Clubzimmer haben oder beziehungsweise die einen Status haben. Nils hat halt einen höchsten Status. Genau. Offensichtlich. Und der Vorteil ist, dass... Oh, da kommen gerade Drinks. Thank you. Thank you very much. This is a lime juice. Dragon fruit and champagne. Lime juice, dragon fruit and champagne. Sounds good. Champagner? Ja, das schmeckt gut. Oh ja, das ist nicht zu süß, ne? Ja. Das ist gut. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Also das ist hier der Club, der VIP-Club. Also nicht alle Gäste haben Zutritt zu dem Club. Denn das Besondere an diesem Club ist, dass es hier auch spezielle Getränke gibt. Also etwas bessere Getränke. So, wir müssen einchecken. Was denn? Die Karten fehlen, ne? Naja, die Zimmerkarten. Ich habe verstanden, dass es die Armbänder sind. Oh ja. Tasty. Dann möchte ich heute noch essen gehen. Ja. Up to you. If it's okay for you when you're on the film, up to you. Yeah, no problem. If it's okay. Movie. Yeah, no problem. Yeah. No problem. You do one for me. Come here and have a time with yourself, drink, have a drink, smoke if you wanna. This will be with a fireplace in here. Smoking is allowed? Yeah, smoking is allowed. We have certain night you can smoke. Okay. You have a cigar lounge? Yes, we have cigar. Upstairs on the by the lobby. Right here we got a cigar shop where you can buy some cigar on the top. Okay. So right here on this side, we have the preferred, the high level club members like you is allowed to be in that area. Okay. Cocoons, that's the name of the place, Cocoons. Okay. There we have a pool, only members like you allowed to be there, nobody else. Just for members. Us. Yeah. This is the bar. Oh, cool. The bar will be open at 10 a.m. to 6 p.m. Okay, 10 a.m. to 6 p.m. As well, you will have the premium drinks here. The premium drinks? Premium drinks. Okay, that's my place here. That is the member pool only.
Hier gibt's healthy food. Ja. Healthy food. Healthy food is good for us and good for you. Ah, der nächste du, hier gibt's à la carte und healthy food. Habe ich schon gerade gesagt. Ja. Yep. The name of this restaurant is Navigator. The Navigator, yeah. And it's seafood only. Seafood only. I like seafood. Very good seafood. Nice really gym. Really big gym. Yes, really yeah. Big. Okay, one moment. You are talking about the gym. Gym. The gym is over there in this on first top, floor. Floor. Yeah, right there. Right in front of it. Okay. Okay. Really big gym. Yeah, I saw it on YouTube. Das ist die Sportsbar. Und hier haben wir die Showbühne. He's a DJ. You can play the You can play the plane. No. Nein, nein. I'm on holiday. I'm on holiday. Not on holiday. Hey, I'm gonna call you Mr. DJ now. Yeah, Mr. DJ. That's good. Okay. Yeah, the rock and roll show tonight. No, it's not like. There's a puffer. Woo! Yes, got your bracelet here. Set. Yeah. Come on. Hey. Wow! Woo! Welcome home. It's working. Come in. Du zuerst. Thank you so much. It is a pleasure. Ich zieh mir erstmal meine Schuhe aus. Ja. Das ist groß. Very big. Room. Nice. So, this is your room, you like it? Yeah, just put it over there. Okay, I'm gonna give you a quick information on the TV. Yeah. So you can know. What's the next? Let me have them. Red wine. Kennst du noch? Yeah. Red wine. Schön noch. Cheese. Ja, guck mal. Oh, wie schön das aussieht. Hola. Hola. Hallo. Muchas gracias. Mache ich. Muchas gracias. Schade, dass es dunkel ist. Schön. Du, ich glaube, morgen früh werden wir sagen, wir sind im Paradies. Nett, dass sie uns hier eine Flasche Wein und diese Begrüßung hier hängen. Eat fresh, steht da. Aha. Healthy Food Shirts. Ja. Die nicht inklusive sind. Dom Perignon zum Beispiel. So schön. Das ist ein Quinoa-Salat. Quinoa oder Chia? Nee, Quinoa mit Äpfeln und Cranberries. Was hast du? Ich habe einen sogenannten Scoop-Salat. Hm? Mit verschiedenen Käse, Tomaten, Zwiebeln, aus. Chicken und Bacon. Dann mal guten Hunger. Lecker. Thank you. Thank you. Das ist übersichtlich. Ich hatte das mit ein bisschen mehr Gemüse erwartet. Oder? Ja, meins ist auch sehr übersichtlich. Sieht aber sehr gut aus. All inclusive auf einem ganz anderen Level. Das ist jetzt ein Passion Fruit Cheesecake. Der Abschluss für heute. Ne, Schatz? Und dann ab ins Bett. Dann ab ins Bett. Ich schaffe nicht mal mehr ein Dessert.
Morgen. Was ist hier mit den Passionsfrüchten passiert? Ich glaube, die sind sehr gut. Sind ein Atomkraftwerk in der Nähe. Das gibt's doch nicht, sag mal. Von der Hand. Die sind so groß wie der Teller. Ja. Oh mein Gott. Buenos días.
Muchas gracias. Enjoy. Have a good day. Thank you for coming. Thank you. Cappuccino mit Kokosnuss. Aber das ist der ohne Kalorien, oder? Nein. Ich habe mir jetzt hier mal von dem Coffeeshop, der ja auch in diesem All-Inclusive-Programm drin ist, eine organische Kugel, Organic Bo, geholt mit Peanut Butter und Kokosnuss und so. Und Eis gibt es dort auch und leckeren Kaffee. Schmeckt gesund. Kalorienreich und gesund gleichzeitig. Black Friday, deswegen gibt es auf alles 20% Rabatt. Deswegen ist der Laden auch ganz schön voll. Und ich stehe mal wieder vor dem Problem, dass ich einen Magneten suche für meine Mutter. Also hier ist jede Menge Auswahl, aber ich weiß mal wieder nicht, was ich nehmen soll. So, was hast du geshoppt? Schatz, was haben wir eingekauft? Einen neuen Hut. Den habe ich ausgesucht. Ja, den ist ausgesucht. Sehr schön. Ela wollte den gar nicht kaufen. Ich wollte, dass sie den kauft. Und dann macht ihr zu Hause was, ne? Genau. Für unsere. Ein Andenken. Für unser WC. Thank you.
So, liebe Freunde, und weil man ja nicht den ganzen Tag auf dem Zimmer rumhängen kann, auch wenn das Zimmer noch so schön ist, nehme ich euch jetzt mal mit zu Ela. Die ist nämlich schon am Strand und hat uns hoffentlich schon mal zwei Liegen klar gemacht, direkt vorne am Meer. Und da werden wir jetzt mal hingehen. Da ist unser Zimmer. Direkt neben dem Haie Zilara-Schild. Und da ist irgendeine Action am Strand. Da ist Ela. Schon wieder einen Drink in der Hand. Das ist die richtige Einstellung, Schatz. Das ist noch kaltes Trinken. Bei der Wärme schwitzt man ja viel. Ja. Ich finde, so stellt man sich die Karibik vor. Weißer Sand, strahlend blaues Wasser, ein karibischer Traum. Diese Sachen, die sie hier so machen, diese Veranstaltungen hier, die gehen immer so, weiß ich nicht, 20 Minuten. Finde ich eigentlich echt ganz cool zwischendurch. Die Leute nehmen das auch gerne an. So ist mal zwischendurch mal ein bisschen was los. Neben unserem Hotel, dort, ist auch ein sehr schönes Hotel, das Secrets. Auch sehr, sehr schön, auch besonders am Abend. Die machen dann auch so Veranstaltungen mit Barbecue und so weiter. Wir hatten jetzt vorgestern Thanksgiving. Da haben die sich einiges am Strand einfallen lassen. Also so ein bisschen ist hier auch was los. Gefällt mir sehr gut. So, und ich gehe jetzt mal zu Ela zurück, denn die wartet schon auf mich. Hoffentlich mit einem eiskalten Bier in der Hand. Also Freunde, läuft in der Karibik. Dann, das ist übrigens eine Piña Colada, extra strong für mich. Salut. Was meinst du? Ob wir langsam an Land treiben. Irgendwann spuckt denn das Meer wieder aus. Ja, oder du kommst in Aruba an. Aruba oder Jamaika oder Kuba. Eher Puerto Rico. Das Wasser ist wirklich sehr angenehm warm. Hier sind überall so komische Algen. Die kitzeln. Ja. Das schwimmt hier rum. Ja, harmlos, aber schmeckt bestimmt gut. Bestimmt sehr gesund. Gebraten oder frittiert. 26 Grad würde ich schätzen. 26 Grad? Schätze ich auch. Darf ich die gleich runter? Mein Ring verliert noch. Okay, bevor Ela jetzt runtergeht, wollte ich noch mal ein paar Sachen sagen. Also sowas hier, ne? Das so. Ist meine letzte Nachricht an die Welt. Kanu ausleihen oder hier so eine Katamaran-Tour machen.
dort. Oder Stand-Up-Paddling. Das ist alles inklusive. Kann man sich hier vorne ausleihen. Und dann kann man auch den Tag auf dem Wasser verbringen. So wie Ela, die jetzt gerade untergeht. Also wir überlegen uns gerade, wo wir zu Mittag essen können. Und wir haben ja hier diesen Guide auf dem Fernseher, wo alle Restaurants sind. Dann suchen wir uns jetzt mal eins raus, nach was wir Appetit haben. Ja, wir wissen es eigentlich schon. Wir möchten gerne ins... Shutters. Eine Banane. Das hier ist ein Nikkei Tuna Ceviche. Was hast du da? Klassisches Ceviche. Hm? Sehr, sehr lecker. Schmeckt richtig gut. Du bist der einzige Brot. Thank you. Riecht aber sehr gut. Oh ja. Ja? Ich kann auch ein bisschen mehr Salz. Das ist aber ein sehr schönes Restaurant. Kaum zu glauben, dass es hier ein All-Inclusive-Hotel ist. Das Essen ist wirklich immer sehr gut. Und es ist auch noch à la carte. Jetzt haben wir hier gerade Fisch. Eda hat crunchy Fisch. Ja, auf Risotto. Auf Risotto. Und ich habe hier auch so eine... Peruanische Fischblätter mit Catch of the Day und Shrimps. Und seht euch nochmal den geilen Ausblick an. Das ist geil, ne? Das ist echt geil. Ein Mojito und... Hurricane. Ein Gruß nach Hause. Wie geht's dir? Ein lieber Gruß nach Hause. Mir geht's sehr gut. Wie man sieht, habe ich hier alles, was du brauchst. Ein tolles Sofa zum Chillen. Mega Aussicht. Und ein Glas Wein. Was braucht man schon mehr? Ein gutes Buch. Tolles Wetter. Und die Karibik. Aber ich habe ihm ein Bier mitgebracht. Das wird ihn sehr freuen. Ich hab dir ein Bier mitgebracht. Bier? Bier. Bier. Bier hier. Bier. Und wie ist das Wasser? Schön warm. Thank you. Okay,
Hallo, señorita, su bebida. My name is Auxiliary Yakimoto. I am looking for my house especial for the party tonight. Sehr gut. Super lecker. Super süß.